Wer hat ihn denn eingeladen? Trotz zuletzt großer Diskussionen wegen seiner Nähe zu Putin ist Altkanzler Gerhard Schröder am Tag der Deutschen Einheit auf dem roten Teppich in der Elbphilharmonie aufgetaucht. Interviews hat er abgelehnt. Der Senat erklärt, zu den protokollarischen Vorgaben des Bundes gehört unter anderem eine Einladung an ehemalige Bundespräsidenten, Bundesratspräsidenten, Bundestagspräsidenten und eben auch Bundeskanzler. Seine Nachfolgerin Angela Merkel war übrigens nicht vor Ort.